So, was ihr hier jetzt seht, ist im Prinzip am äußersten Rand von Damaskus. Also ihr seht, dass hier im Prinzip auch der Krieg stattgefunden hat. Nicht nur irgendwie in den entferntesten Provinzen. Und ja, das waren alles bewaffnete Rebellenhochburgen, die eben Damaskus terrorisieren und einnehmen wollten. Und ja, dementsprechend wurde reagiert mit Luftanschlägen, ne, und alles eben halt zerstört. Und hier ebenfalls. Also daran sieht man, wie weit im Prinzip der Krieg nach Süden vorangeschritten ist. Das war nicht nur etwas, was irgendwie an der Grenze stattgefunden hat, sondern die Menschen, sage ich mal, auch in der Hauptstadt, die waren wirklich, ja, wie soll ich sagen, davon betroffen und waren in akuter Lebensgefahr. Und das sind halt eben die Gründe, warum dann eben auch viele geflohen sind, ne?